bin vor vielen Jahren von Kreuzberg nach Mariendorf gezogen und habe festgestellt, dass man da kaum Fahrrad fahren kann, weil es so gefährlich ist auf den großen Hauptstraßen. Und deswegen kam mir das sehr zugute, oder das fand ich sehr gut, dass sich der Volksentscheid Fahrrad gegründet hat damals und sich dafür eingesetzt hat, dass sich in der Stadt die Bedingungen für Radfahrer verbessern. Naja, es gab diese Aktion mit den Fahrradweichen. Das sind ja diese Radspuren in Mittellage, die von vielen Radfahrern auch Todesweichen genannt werden, weil sie einfach nicht wirklich sicher zu befahren sind. Und da haben wir bei Changing Cities die Aktion gemacht, dass wir ein paar große LKWs gemietet haben, die rechts und links neben so eine Fahrradspur gestellt haben und in der Mitte ein paar Kinder haben durchfahren lassen. Und das haben wir dann so fotografiert, dass es aussieht, als ob die LKWs fahren und die Kinder da natürlich in totaler Gefahr sind. Und diese riesigen schwarzen LKWs neben diesen kleinen Kindern, das waren einfach Bilder, die dieses Problem richtig zeigten. Und ich glaube, das hat ein bisschen was bewirkt. Der Senat hat ja inzwischen jetzt auch beschlossen, solche Sachen nicht mehr zu bauen. Und das war natürlich eine ganz schöne Sache. Naja, ich hoffe, dass diese Autodominanz, die man ja überall noch spürt in den deutschen Städten, dass die so ein bisschen zu einem Ende kommt. Und ich erinnere mich noch, dass bei einem der ersten Gründungstreffen von Changing Cities so ein bisschen das Motto war, wir wollen die heilige Kuh Auto schlachten. Und hey, wir sind mittendrin. Es hat sich so viel getan, zumindest in den Diskussionen, dass ich doch ein bisschen die Hoffnung habe, dass wir von diesem Zustand wegkommen, dass die Städte in erster Linie für Autos gebaut werden und nicht für alle anderen Menschen.